So, jetzt ist es soweit. Kurz nach 11. Hier Tag 3 bei uns am Forum Digitalisierung praktisch gestalten. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Auch heute geht es wieder darum, Ihr Unternehmen, Ihren Betrieb wettbewerbsrobuster zu machen für die Digital oder mit Hilfe der Digitalisierung. Ich sage noch ein paar Stichworte: Effizienz, Kundengewinnung und natürlich Fachkräftemangel. Und das Ganze wieder heute in Form von 30-minütigen Vorträgen, Power-Interviews und Power-Pitches. Und wir legen gleich los mit einem ganz spannenden Thema: mit Social Media Auszubildende gewinnen. So funktioniert das Ganze. Und ich freue mich sehr auf Fabian Semsaha. Fabian, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ausgeschlafen? Absolut, natürlich. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, denn du bist mit dem Zug aus Berlin gekommen. Es hat alles wunderbar geklappt. Perfekte Anreise, gestern Abend schon. Du bist zur Sicherheit schon gestern Abend angekommen. Man weiß es ja trotzdem nie. Ne? Du musst es ja nicht beschreien. Thema ist jetzt mit Social Media Azubis gewinnen. So funktioniert das Ganze. Bevor wir gleich einsteigen in die Diskussion, in die Fragen und deine Antworten, vielleicht noch mal ganz kurz, was du so machst den ganzen Tag. Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, ein kleiner Hintergrund zu mir. Ich bin Fabian Samsara, Referent für Fachkräftesicherung beim Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, dem KOFA. Und es ist eigentlich vielleicht ganz interessant, deswegen stelle ich mal kurz unser Projekt vor. Also das KOFA ist seit 2011 ein Projekt, das vom Bundeswirtschaftsministerium umgesetzt wird. Und unser Kernauftrag ist eigentlich, KMU bei der modernen Personalarbeit zu helfen. Also wir möchten mit praxisbezogenen Tipps kleine Unternehmen zu unterstützen, dass sie im Fachkräftemangel, in einer besonderen Situation am Arbeitsmarkt bestehen können und ihnen Hinweise, Tipps, Studien und Materialien geben, dass sie da ja eine moderne Personalarbeit betreiben können. Fabian, sollen wir einsteigen Können wir gerne in die machen. Diskussion? Also, zunächst mal die Frage: welchen Stellenwert hat denn Berufsausbildung, ein sicherer Arbeitsplatz heutzutage bei der jungen Generation? Also, wenn wir das jetzt so einteilen wollen und sagen, sicherer Arbeitsplatz, erstmal wissen wir, ist absolut noch ein sehr wichtiges Merkmal für junge Menschen in ihrem Beruf. Das wissen wir aus repräsentativen Jugendstudien zum Beispiel, die regelmäßig fragen, welche Erwartungen habt ihr an eure Berufstätigkeit, was ist euch besonders wichtig? Und da ist die Sicherheit des Ganz oben. Arbeitsplatzes in den Top 4. Also wirklich, das stimmt fast, also zu 95%, sage ich mal, ungefähr schwankend stimmen dazu. Sicherer Arbeitsplatz ist mir besonders wichtig. Top 4, was wären noch so die Top 3 davor? Ja, es kommt dann immer ein bisschen darauf an, ob man eher so wertebezogene Fragen stellt. So, dann gibt es sowas wie Selbstwirksamkeit, etwas Sinnhaftes zu tun. Aber wirklich auf der berufsbezogenen Seite ist es dann auch durchaus das Gehalt, die Aber nicht auf Vereinbarkeit. 1 wahrscheinlich, ne? Ja, das schwankt immer ein bisschen. Ja. Da muss man auch gucken, welche Studie man befragt und ähnliches. Aber das sind eigentlich, wenn man das Top-Paket nimmt, also Gehalt, Flexibilität, Sicherheit, sind immer in den oberen Schwanken dabei. Übrigens auch nicht nur bei der jüngsten Generation, sondern das ist eigentlich etwas, was sich generationsübergreifend zeigt. Und jetzt schließt sich die nächste Frage darauf an: welchen Stellenwert hat denn der Wirtschaftszweig Handwerk bei den Jugendlichen? Also an sich ist das Handwerk immer noch gerade in der dualen Ausbildung, die es ja häufig geht, wenn wir jetzt eh über Social Media und Azubi-Rekrutierung sprechen, etwas, was durchaus beliebt ist bei Jugendlichen. Wenn man jetzt zum Beispiel auf die neu geschlossenen Ausbildungsverträge schaut, dann haben wir so einen 10-Jahres-Vergleich von 2013, wo wir noch 139.000 neue Ausbildungsverträge geschlossen hatten. Zum Jahr 2023, da waren es noch 132.000, einen kleinen abfallenden Trend. Also sagen wir mal 7.000 weniger 7.000 ist ja weniger. nicht. Es sind 5% ungefähr über den Daumen, ne, gerundet. Aber da, und das erstmal so als groben Überblick, man muss aber ganz genau reinschauen, dass die Branchen sich innerhalb des Handwerks stark unterscheiden. Also einerseits im Lebensmittelhandwerk, also Fachverkäufer, Backwaren, Was ja auch Konditorei dazu und gehört, ähnliches, Fleischfachverkäufer, ähnliches, da ist die Ausbildungszahl stark runtergegangen. Gegenläufige Trends sehen wir im Bereich Dachdeckerei, SHK, also all die Gewerke, die jetzt auch zum Beispiel mit großen Trends zusammenhängen, wie Installation von Wärmepumpen oder Photovoltaikanlagen und ähnlichem. Also Trends, die durchaus die junge Bevölkerung interessieren, und in Verbindung mit diesen ja, wird da die Ausbildungsfrequenz erhöht. Also, wenn ich jetzt in dem Bereich Unternehmer bin oder Handwerker, habe ich durchaus gute Chancen, einen Azubi zu bekommen. Beziehungsweise, wenn nicht, muss ich mir dann irgendwie Hilfe holen, zum Beispiel mit Social Media. Ja, also ich Also, es ist bin. nicht so, dass sie mir die Bude einrennen, das wissen wir ja alle. Ja, das wissen wir alle. Ich meine, auch da, wenn man die Ausbildungsstatistik schaut, die meisten
Die jungen Menschen haben mehr als ein Ausbildungsplatzangebot, also die Wahlfreiheit ist extrem hoch. Ja. Über die Hälfte hat zwei oder mehr Ausbildungsplatzangebote, auch je nach Branche und Gewerk unterschiedlich, aber ganz grob zur Orientierung. Im Endeffekt können sie sich aussuchen, wo sie hingehen. Aber wenn es doch noch so beliebt ist, warum gibt es dann zu wenig? Weil es einfach demografisch bedingt. Naja, das ist die Frage. Also wir haben natürlich auch eine klare Verschiebung zur universitären Ausbildung. Also das ist ja also was man ja auch ganz klar sehen kann, immer mehr Schülerinnen und Schüler absolvieren mit der Hochschulzugangsberechtigung, was natürlich den Trend, an die Uni zu gehen, auch stark befördert. Insbesondere im SHK-Bereich, zum Beispiel auch im Bereich Dachdeckerei, hat man aber auch die Anzahl der Ausbildungsplätze stark erhöht. Also es konnten noch mehr Menschen quasi ortsnah im bekannten Umfeld diese Ausbildung absolvieren. Es könnten. Ja. Es könnten, ja. Aber tun auch. Also deswegen steigt die Anzahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge in diesem Bereich. Schauen wir doch mal rein in das Nutzungsverhalten vielleicht der Jugendlichen. Oder wenn ich jetzt Unternehmer bin, welche Kanäle wären denn dann am erfolgsversprechendsten für meinen Versuch, Azubis zu gewinnen? Und warum ist das dann so? Das ist eine Perspektivfrage. Also ich würde sagen, die Jugendlichen, also was die Generation besonders auszeichnet, ist, dass sie besonders viel im Internet ist und besonders viele soziale Medien nutzt. Also wir haben da so eine Plattformmenge von 3 und mehr. Am ertragreichsten für Unternehmen sind aktuell TikTok und Instagram. Kann man schon ganz klar sagen. Diese beiden Plattformen haben einfach... Da, wo die Chance am größten ist, dass ich einen Azubi bekomme. Exakt, genau. Also die sind die Plattformen, die ich empfehlen würde, wenn man Azubi-Marketing in sozialen Medien betreiben möchte. Die haben zwei große Vorteile. Also einmal wissen wir von der Altersstruktur auf den Plattformen, dass die Zielgruppe sich dort aufhält. Im Gegensatz zu Facebook zum Beispiel, wo der Altersdurchschnitt recht hoch ist. Ja. Dazu haben wir die Möglichkeit, dort verstärkt Videomaterial, Bildmaterial, interaktive Elemente auszuspielen, die natürlich das ganze Potenzial, meinen Betrieb erlebbar zu machen, nach außen zu produzieren, total begünstigen. Und das ist ja eigentlich auch genau das, wodurch die sozialen Medien glänzen im Personalmarketing. Wenn ich jetzt so ein typischer Jugendlicher bin, nutze da mein Instagram, mein TikTok, wie groß ist da die Chance, dass ich auch als Jugendlicher sage, ich nutze das auch aktiv für meine Ausbildungsplatzsuche? Nochmal. Ja, das ist eine gute Frage und da gibt es auch immer wieder kleinere Studien zu, muss man ein bisschen aufpassen mit den Zahlen, die sind dann nicht repräsentativ in der Regel. Es gibt die Indizien, dass ein kleiner Teil der Jugendlichen soziale Medien aktiv zur Ausbildungsplatzsuche nutzt. Aber es ist wirklich aktuell noch der kleinere Teil. Vielleicht gibt es den Trend, dass es erweitert wird. Das mag sein, das können wir gerade noch nicht sagen. Was wir aber wissen ist, dass wenn die Jugendlichen ausbildungsbezogene Inhalte angezeigt bekommen, dass sie sich die durchaus ansehen. Also sie sind empfänglich dafür, in der privaten Nutzung ihrer sozialen Medien sich Ausbildungsinhalte oder handwerksbezogene Inhalte anzusehen. Da gibt es ganz viele erfolgreiche Kanäle. Das reicht dann hinweg von Auszubildenden bis zu Fachkräften, interessierten Laien, die wirklich dadurch Aufmerksamkeit und Reichweite gewinnen. Und das ist für Unternehmen ja immer gut, denn wer mehr Reichweite hat auf sozialen Medien, hat potenziell auch mehr Bewerbende. Kann man mal vielleicht sagen, wovon sich Jugendliche bei der Ausbildungsplatzsuche angesprochen fühlen oder worauf die positiv reagieren? Ja, das ist ja dann noch die Frage, so welche Inhalte kann ich da produzieren? Ja. Und da kann man ja eigentlich ganz relativ geleitet von dem ausgehen, was man weiß, was Jugendliche hinsichtlich ihrer Berufstätigkeit interessant finden. Also wenn es zum Beispiel irgendwie Jobsicherheit dort platzieren zu wollen, dann kann man darüber sprechen, dass es sehr gute Übernahmemöglichkeiten gibt. Man kann ganze Karrierepfade aufzeigen, von wegen, hey, wenn du bei uns so und so performst, dann kannst du vielleicht noch einen Meister machen. Wir haben da Perspektive für dich bei uns. Das sind auf jeden Fall Dinge. Also Sicherheit und Perspektiven des Unternehmens aufzeigen. Gleichzeitig diese wertebezogene Blase zu bedienen. Also wir haben ja gerade in der jüngsten Generation auch ein Milieu, was besonders umweltbezogen ist, also ökologisch interessiert. Habe ich vielleicht eine Photovoltaikanlage und wir produzieren komplett mit nachhaltigem Strom? Mhm. Definitiv ein Element, was ich dort produzieren sollte. Weil es geht darum, die Kultur des Unternehmens, soziale Auswirkungen, die Wirksamkeit des Berufs darzustellen und diese Plattform zu nutzen. Und das immer in Bezug aufs eigene Unternehmen. Du hast ja gesagt, es gibt ja verschiedene Milieus. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen globaler darauf schauen, auf die verschiedenen Generationen. Die sind ja gerade in aller Munde immer Generation X, Y, Z. Die haben ja auch ihre unterschiedlichen Vorlieben. Kannst du vielleicht noch mal, ich meine, das ist ja wichtig für meine Ansprache, vielleicht kannst du das noch mal kurz beschreiben, die Generation X, Y, Z, ja, und dann noch auch die jeweiligen Eigenschaften. Ja,
Ich bin da eher sehr vorsichtig bei der Beschreibung von den Generationen und den vermeintlichen Eigenschaften, weil das sind häufig sehr gefühlte Ideen. Es gibt da wenig, was wirklich greifbar und datenbasiert ist. Ich begrüße hier vorne mal die junge Generation beim Frühstück gerade. Guten Morgen. Morgen. Aber vielleicht bezogen auf das Thema gibt es durchaus Trends, die wir sehen können. Und zwar wissen wir, dass zwischen den Generationen die jüngste Generation das intensivste Online-Nutzungsverhalten zeigt, was sich einerseits in der Menge der verbrachten Online-Zeit zeigt, aber auch in der Diversität der Plattform, die sie nutzen. Also dadurch ist es für Social-Media-Marketing im generationalen Vergleich auf jeden Fall die intensivste Zielgruppe, die wir bespielen können, bis hin zu jüngeren, ausgebildeten Fachkräften. Was muss ich jetzt beachten als Arbeitgeber für mein Recruiting? Ganz allgemein? Ja, oder wenn ich diese, oder welche dieser Gruppe ist jetzt besonders interessant für mich im Handwerk? Wäre eigentlich genau der Punkt, auf den ich eben schon verweisen wollte. Also ich würde darauf achten, dass ich eine genaue Zielgruppenanalyse betreibe. Wenn ich wirklich anschaue, okay, ich möchte für meine duale Ausbildung werben. Das Durchschnittsalter des Auszubildenden in Deutschland ist gerade ungefähr 20. Also habe ich es ungefähr mit Personen zu tun, die entscheiden sich dafür, wenn sie vielleicht 16, 17, 18, 19, 20 sind. Was beschäftigt diese Generation? Was beschäftigt diese Menschen? Wirklich da vielleicht auch in Studien zu schauen, sich einfach einen guten Überblick zu verschaffen und dann zu fragen, okay, ich weiß jetzt vielleicht, was dieser Zielgruppe wichtig ist, eine Innensicht zu betreiben, was kann unser Unternehmen bedienen, um dann zu schauen, ja, wo gibt es da Überlagerungen? Also haben wir zum Beispiel umweltbezogene, sozialbezogene Aspekte? Sind wir vielleicht ein sehr vielfältiges Unternehmen hinsichtlich Belegschaft, hinsichtlich der Tätigkeiten? Also wirklich abzugleichen, was können wir von dem bedienen, was die Zielgruppe interessiert. Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was generell der jungen Zielgruppe wichtig ist beim Ausbildungsbetrieb? Beim Ausbildungsbetrieb, also ich glaube, ein ganz großer Punkt... Vielleicht auch ein bisschen weiter gefasst, nicht nur beim Ausbildungsbetrieb, sondern auch bei generell Bezug auf Arbeit und Beruf im späteren Leben. Ich glaube, ein ganz großer und wichtiger Punkt ist die Organisationskultur tatsächlich. Also dieses Credo, die Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das haben wir in den letzten Tagen schon erfahren, das ist gar nicht mehr. Das geht nicht mehr. Da macht man sich alles kaputt. Da haben wir schon sehr viele Meinungen gehört die letzten zwei Tage. Exakt, ja. Sowohl von Frauen im Handwerk, aber als auch von Azubis, die da sehr gekämpft haben darunter. Ja. Und das sagst du ja auch, das ist jetzt vorbei. Definitiv. Also da gehen die Leute. Gerade was ich sagte, die haben alle mehrere Ausbildungsplätze angeboten. Das heißt, selbst wenn ich vielleicht bei dem Betrieb starte, ein ganz großer Teil der Ausbildungsabbrüche sind Betriebswechsel. Also wenn wir in die Statistik schauen, also die Personen, die die Ausbildung abbrechen, gehen meistens in einen anderen Betrieb. Es ist ja heutzutage relativ einfach. Es ist total einfach, genau, das ist der Punkt, ja. Und deswegen würde ich sagen, die Ausbildung, also die Kultur des Unternehmens ist einer der wichtigsten Punkte, der nach der Rekrutierung liberal, vielfaltsorientiert und mit einer eher softeren Führung sein sollte. Aber hast du denn das Gefühl, die Unternehmen machen das immer noch falsch, viele, die haben das noch nicht verstanden, dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre? Kommt das noch zu oft vor? Es ist natürlich jetzt ein sehr subjektiver Eindruck. Es muss ja auch gar nicht der Handwerksunternehmer sein, es kann ja ein anderer älterer Mitarbeiter sein, der diese Philosophie noch lebt. Absolut, natürlich, klar. Das ist sehr unterschiedlich. Also wir sehen da in unserer Arbeit auch beim KOFA, weil wir mit vielen Unternehmen auch im engen Austausch sind, immer wieder Praxisbeispiele zu modernem Unternehmertum, zu moderner Ausbildung machen. Wissen wir, es gibt da ganz viele tolle Betriebe, die das schon sehr, sehr gut machen. Sicherlich gibt es da auch immer noch Negativbeispiele, aber das könnte ich jetzt nicht Belastbares zu sagen, ob das wirklich noch die meisten machen oder viele. Ja, aber ja. Es gibt es definitiv noch. Es gibt es noch. Das wissen, weiß ich zumindest persönlich aus Gesprächen, auch mit Leuten aus den Verbänden, die noch enger in ihrer Branche im Kontakt stehen und Ähnlichem. Aber rein perspektivisch, um es mal positiv abzuschließen, ist zu sagen, wir müssen auf jeden Fall in eine andere Führungsform kommen. Insbesondere, wenn wir mit der jüngsten Generation am Arbeitsmarkt konstruktiv zusammenarbeiten wollen. Also das eine ist erstmal zu schauen, habe ich die richtige Philosophie im Unternehmen, bin ich weg von diesem alten Credo, sondern zeige ich mich offen und modern und so weiter. Exakt. Wenn ich das alles erfülle, wie sollte ich dann vorgehen, nochmal ganz konkret im Azubi-Recruiting über Social Media? Nochmal, welche Kanäle kommen in Frage? Hast du gesagt Insta und TikTok? Schwerpunktmäßig, ja. Vor allem ganz wichtig, wie sollte die eigene Präsenz der Unternehmen aussehen? Die eigene Präsenz, die sollte vor allem authentisch sein, würde ich sagen, denn ich denke, dass insbesondere die jüngste Generation besonders sensibel dafür ist, ob man sich jetzt hier noch mit Dingen schmückt, ob man vielleicht Fakten konstruiert oder ob es wirklich
so ist, wie es gezeigt wird. Also ich kann ganz stark davon abraten, dass man jetzt probiert, einfach alle Werte und alle Interessen zu bedienen, sondern wirklich diese starke, intensive Innensicht als Unternehmen betreibt. Was können wir davon zeigen? Also sind wir ökologisch? Wenn ja, wo? Engagieren wir uns sozial? Haben wir vielleicht irgendwelche Sozialprogramme, die gerne zeigen? Wie ist unsere Belegschaft? Genau, Sie hatten eben schon angesprochen, Frauen im Handwerk und Ähnliches. Haben wir eine diverse Belegschaft? Dann die gerne zeigen, weil das sind alles Ausdrücke der eigenen Unternehmenskultur. Ja, und wenn das Ganze noch nicht so stimmt, dann muss man vielleicht da wirklich erstmal was am Fundament drehen, bevor man etwas hat, mit dem man nach außen gehen kann. Jetzt haben wir so ein bisschen inhaltlich gesprochen, aber ganz konkret, wie spreche ich jetzt die Zielgruppe ganz konkret an? Wie spreche ich die potenziellen Azubis konkret an? Also die konkreteste Form wäre ja dann... Hey. Wenn man Natürlich mit dem Angebot, was ich habe. Also wenn wir jetzt über Ausbildungsmarketing sprechen, dann muss ich natürlich in erster Linie kommunizieren, hey, ich bin ein Ausbildungsbetrieb. Ganz klar. Ne? Und das funktioniert häufig über Stellenanzeigen und Co. Aber wenn wir jetzt auf die Potenziale, die gerade soziale Medien haben, schauen, dann heißt, wir haben Bildmaterial, wir haben Videomaterial, vor allem bei Instagram und TikTok. Mhm. Und da gibt es ganz verschiedene Formatideen. Also ganz grundsätzlich geht es ja darum, ein Gefühl von dem Betrieb zu transportieren. Also ob das wirklich so eine 1:1 Ansprache sein muss, wage ich sogar zu bezweifeln. Es ist eher wie ein Fenster. Also, weil ach so, du meinst, dass du es nicht explizit künstlich produzierst, sondern einfach den Alltag abbildet? Genau, richtig. Es ist einfach nur, wir bieten euch die Chance, bei uns reinzuschauen. Ihr könnt sehen... Guck mal, bei uns gibt es das. Genau, wir machen das, so arbeiten wir. Das heißt, ich mache mal Fotos auf einer Montage. Ich zeige mal vielleicht den Fuhrpark. Ich nehme sie mit auf vielleicht eine Betriebsfeier, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie wird dort gearbeitet, wer arbeitet dort und wie kann ich mir diesen Beruf vorstellen. Weil gerade in der Berufsorientierung weiß man auch, dass das Erleben eines Berufs der kritischste Faktor ist. Muss die Inhalte zwangsläufig professionell produziert sein oder ist das on the run? Ist es sogar besser, wenn es nicht professionell wirkt? Das kommt ganz darauf an. Also, TikTok ist ja nicht so einfach, ne? Da muss es ja ein bisschen bearbeitet sein, damit du das... Es muss vor allem kurzweilig sein dort. Ne? Es muss gar nicht professionell produziert sein. Also wir sehen ganz viele positive Beispiele von Unternehmen, die es ganz authentisch machen, weil es da dann wirklich um das geht, was sie zeigen. Natürlich ist ein tolles Drohnenflugvideo von der Baustelle mal toll. Das kann man vielleicht auch einmal produzieren und immer wieder ausspielen oder Ausschnitte und Ähnliches, aber es ist eigentlich auch ganz niedrigschwellig zu machen. Es fängt damit an, zum Beispiel Wertschätzung zu zeigen, indem ich neue Mitarbeitende ein kleines Format gebe, die sich kurz in einem 5-sekündigen Video vorstellen, hier, ich bin der und der, ich arbeite jetzt in dem und dem Bereich, in dem Unternehmen und ich nehme mich heute mit durch meinen Tag. Achso, dass die als Multiplikatoren dann beispielsweise fungieren. Beispielsweise, ja. Einfach nur so als sehr niedrigschwellige Inhaltsidee, die absolut kein Budget braucht für Videografen oder Ähnliches. Denn das können insbesondere die Auszubildenden ja auch selber. Mhm. Also gerade weil die so affin sind für soziale Medien, reicht es denen zu sagen, hey, nimm dir doch heute auf der Montage ruhig mal 15 Minuten Zeit, mach mal ein paar Bilder, hast du vielleicht eine Idee, was wir davon zeigen könnten. Da kommt garantiert was. Jetzt will ich vielleicht als Unternehmer sagen, okay, ich will das machen, aber ich will noch gezielt Informationen über die verschiedenen Gruppen und die Vorlieben der Jugendlichen bekommen, die eben später für mich als Azubis relevant sein können. Wo kriege ich denn das Wissen her? Also wenn man es wirklich ganz faktengeleitet machen wollte, dann würde ich in repräsentative Studien schauen. Also zum Beispiel die Shell-Jugendstudie, die alle 4 Jahre gemacht wird, wo es eigentlich in der Regel immer einen großen Block zu Berufstätigkeit und zu Berufswünschen gibt. Dann gibt es von McDonald's auch eine recht breit angelegte Ausbildungsstudie. Von McDonald's? Ja, tatsächlich, die McDonald's-Ausbildungsstudie, die auch immer wieder gute Indikatoren gibt. Wie sieht es gerade am Ausbildungsmarkt aus? Dann das BIP, Bundesinstitut für berufliche Bildung, macht auch ganz viel zu dem Bereich. Da muss man eigentlich nur mit den richtigen Schlagworten googeln, ein bisschen auf die Quellenauswahl achten und dann findet man da ganz gute Sachen. Und es lohnt sich, da reinzuschauen. Absolut, es lohnt sich, total. Aufbereitet findet man sowas aber auch, kann ich auf unser Projekt verweisen, beim KOFA. Also auf www.kofa.de findet man da ganz viel. Und das ist ja auch immer fundiert, datengeleitet. Also was war denn so, lass uns nochmal kurz, also bei euch sowieso gibt es super fundiertes Wissen in dem Bereich. Also gerne auf dich zukommen, hier noch auf der Messe oder später online. Was ist es? Kannst du so ein Funfact vielleicht mal aus so einer McDonald's-Ausbildungsstudie? War da was, wo du gesagt hast, das wusste ich noch nicht? Tatsächlich alles recht erwartbar, weil, ja. Also ich wüsste jetzt nicht, da müsste ich lange nachdenken und das ist, aber
Ja, weil die meisten Dinge, die wichtig im Beruf sind, sind doch recht konstant. Also da werden manchmal, also vor allem je nachdem, was man da befragt. Also was häufig gemacht wird, ist, dann vergleicht man zum Beispiel die Boomer mit der Generation Z und dann sieht man, ah, der Generation Z ist die Arbeit gar nicht so wichtig und den Boomern total. Aber das sind häufig ein bisschen konstruierte Sachen, weil dann vergleiche ich ältere Leute mit jungen Leuten. Ja. Und ähnliches. Aber eigentlich, wenn ich immer wieder die gleichen Personen im gleichen Alter mir anschaue, sind die Werte recht konstant, was halt Sicherheit im Arbeitsplatz angeht, Interesse an beruflichem Aufstieg, Gehalt und Ähnlichem. Also recht erwartbar, was da eigentlich jedes Jahr rauskommt. Zum Abschluss, Fabian, kannst du vielleicht nochmal so einen 5-Punkte-Plan geben, um auf Social Media geeignete Auszubildende zu finden für mein Unternehmen? Mhm. So eine kleine Handlungsempfehlung. Ja, also so vielleicht so 5 Tipps, die man grundsätzlich betrachten kann. Also erstmal würde ich sagen, für diese Formate ist generell Regelmäßigkeit total wichtig. Also regelmäßig Beiträge zu veröffentlichen, denn der Algorithmus, ja, wir können da alle nicht so genau hintergucken, aber wir wissen, es muss kommuniziert werden, auf diesem Kanal passiert was, der ist nicht irgendwie ein Abstellgleis. Und nicht so mit der Brechstange, hey du Azubi, sondern eher so einfach kontinuierlich, beiläufig. Genau, beiläufig. Auch da kurzweilig Formate schaffen, was ich eben sagte. Mal ein Bild aus dem Arbeitsalltag, mal von der Firmenfeier, was auch immer gerade passiert, neue Mitarbeitende vorstellen. Das funktioniert ganz leicht, das können einzelne Fotos sein. Mit ein bisschen Routine ist das innerhalb von ein paar Minuten gemacht. Also Regelmäßigkeit, definitiv ein Punkt. Dann zweiter wichtigster Tipp ist, finde ich, junge Mitarbeitende und Auszubildende mit dazu zu holen. Was ich eben sagte, denen einfach mal den Auftrag und die Zeit und auch die Anerkennung zu geben, hey, wir fänden super, wenn ihr das macht, engagiert euch doch dafür, wir würden euch gerne so dafür einsetzen. Dafür muss man der Sache aber natürlich eine gewisse Wichtigkeit zusprechen, weil das ist natürlich irgendwo zeitliche Bindung von Personal. Wenn die Unternehmen das sehen und das Potenzial darin spüren, dann ist es immer sehr ertragreich. Was da immer ganz schön ist, wenn das auch honoriert wird. Also das muss jetzt gar nicht monetär oder ähnliches sein, aber dass man sagt, hey, das ist ja für die Fachkräftesicherung des Unternehmens wichtig, wir finden es gut, dass ihr da mitmacht und wünschen euch diese Zusammenarbeit. So, das wäre ein weiterer Tipp. Anderes, verschiedene Formate auszuprobieren, denn nicht alles funktioniert gleichermaßen für alle Unternehmen. Also ob ich jetzt vielleicht eher so eine Ansprache in der Kamera mache oder eher wirklich begleitendes, ungeschnittenes, einfach drauf losgefilmtes Material. Das kommt ganz darauf an, was für wen funktioniert. Also sich da einfach auszuprobieren als Unternehmen und zu schauen, ja, was geht. Und wenn, dann wahrscheinlich eher Instagram, weil das der Einstieg ein bisschen einfacher ist als bei TikTok, ne? Eigentlich recht ähnlich. Also klar, TikTok könnte man sagen, ist noch kurzweilig. Mehr Aufwand, aber auch zum Bearbeiten. Naja, wobei man kann da ganz gut die Inhalte recyceln. Das ist ja das Schöne, weil die Unternehmen ganz gut Hand in Hand funktionieren. Also ich kann durchaus Videos auf TikTok genauso wie auf Instagram ausspielen, weil mittlerweile genau ist es sehr ähnlich, ja. Es ist sehr ähnlich vom Konzept. Also auch deswegen ist es auch so gut, diese beiden Plattformen gleichermaßen zu bespielen, weil man Synergien schaffen kann in der Produktion. Und das heißt nicht 2 Plattformen, doppelter Aufwand, sondern das geht schon recht Hand in Hand. Fabian, zum Schluss noch, würdest du sagen, also ohne Social Media habe ich auch gar keine Chance, die Azubis zu finden, oder wirst du nicht so weit gehen? Das ist natürlich sehr zugespitzt. Es kommt ein bisschen darauf an. Wenn man darauf achtet, dass viele Auszubildende ja auch in ihrem näheren Umfeld bleiben, rein vom Zuhause, wo sie dann die erste Ausbildung machen, kann es auch durchaus funktionieren, wenn ich lokal gut vernetzt bin. Also es ist gar nicht unbedingt das Muss. Also wir haben ein sehr tolles Beispielunternehmen, was eine wahnsinnig intensive Berufsorientierung macht. Das ist ein Gipser aus dem Kreis Köln und die gehen schon in die Grundschulen. Die machen da kleine Workshops, sagen, hey, wir machen so einen halben Tag mit Gips erleben, Handwerk erleben. Das machen die in der Grundschule, das machen die in der weiterführenden Schule bis zum Gymnasium auf allen Schulformen. Das wird super von den Schülerinnen und Schülern angenommen. Die Lehrkräfte freuen sich. Und die das ist aber selten, dass ein Unternehmer so proaktiv vorgeht. Genau, aber das ist ein Beispiel. Ja. Die haben jedes Mal x viele Bewerbungen, mehr als offene Plätze. Also es muss nicht unbedingt so sein. Ich würde es immer empfehlen, warum denn nicht? Aber es gibt durchaus andere Strategien, Fachkräfte zu sichern. Gibt es Fragen, Fabian, zu dem Thema? Dann sage ich jetzt vielen Dank, lieber Fabian. Das war das Thema mit Social Media. Azubis gewinnen, so funktioniert es. Ganz herzlichen Dank. Das Dankeschön. War der Auftakt heute Morgen bei uns beim Forum Digitalisierung praktisch gestalten. Wir machen ganz kurze Pause und sind dann gleich zurück mit der Firma Schüco und einem ganz spannenden Interview. Fabian, Dankeschön. Dankeschön. Mach's gut. Danke.